Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tombi 2. Wir sind ja hier die Tage stehen geblieben, um die goldenen Krebse einzusammeln. Und machen wir mal diese Aufgabe hier weiter. Und ich hatte gestern noch vergessen zu erwähnen hier, dass die Tabby hier von den bösen Schweinen gefangen genommen wurde. Und die gilt es natürlich hier auch in diesem Spiel zu befreien. So, diese Aufgabe könnten wir rein theoretisch schon erledigen hier. Diese bunten Behälter hier, die können wir ja einmal immer umdrehen. Ups, ich schau mal gleich mal kurz am Anfang. Hier ist noch ein rotes. Die machen wir mal alle blau, würde ich mal so sagen. Das heißt, gehen wir mal kurz am Anfang wieder zurück. So, der ist blau, der da hinten ist noch rot. Dann passiert nämlich irgendein Geheimnis hier. So, wenn wir alle Farben hier gleich machen, hier mit diesen Behältern hier. Ach, fuck. Weg mit euch. So, jetzt passiert nämlich etwas. Also Zippo sagt jetzt, wo das Geräusch herkam, und er guckt jetzt mal nach, was los ist. Passiert nämlich das hier. Das Wasser verschwindet nämlich hier. Dann können wir da auch langlaufen. Da gibt es nämlich noch Sachen, die da versteckt sind. Und da zum Beispiel ist ein Angelhaken, den ein Fischer verloren hat. Den müssen wir dann ihm wiedergeben. Ja. So. Verloren und gefunden. So, und diese Dinger bewegen sich dann halt automatisch immer hoch und runter. So viel dazu. Achso, der gibt uns noch einen Schlüssel, glaube ich, oder wer war das? Ich weiß das gar nicht. Ich spreche ihn nochmal an hier, den alten Mann. Noch nicht, okay, alles klar. So, das ist auch erledigt. Wie viele Punkte haben wir denn jetzt zusammen hier? Ah, die 50.000 haben wir schon zusammen. Das heißt, wir können diese Kiste da oben öffnen. Right. Was erhalten wir? Eine goldene Schweinenase. Das ist nämlich auch noch eine Aufgabe des Spiels hier. Ich glaube, 4 oder 5 goldene Nasen müssen wir hier in diesem Spiel finden. Das ist für irgend so einen Turm, aber das seht ihr ja später selbst. Für einen goldenen Turm, da brauchen wir dann diese goldenen Schweinenasen. Uff. Okay. Komme ich dazwischen? Weil da liegt ein Löffel, den brauche ich jetzt. Ja, habe ich sauber. Den brauchen wir für später.
So, und ihr habt ja gesehen, der goldene Angelhaken, den sammle ich jetzt mal ein. So, hier sind noch ein paar Fische, die können wir auch mitnehmen. Das ist nämlich auch noch ein Teil der Aufgabe hier. Also so eine Mini-Aufgabe hier. Das ist jetzt nichts Großartiges, aber ist ein Teil der Aufgabe. Also so eine Nebenquest halt. Ich gehe jetzt extra mal oben lang, weil hier befindet sich nämlich noch ein Krebs. So, jetzt haben wir schon zwei goldene Krebse. So, und hier auf dem Dach seht ihr diese Angelschnur von dem Angler. Ich sammle die mal ein, dann zieht er uns an Land. Na, komm schon. Jetzt aber. So. Jetzt sind wir hier unten.